Männer ohne Eier. Wir hatten einen Moment bei uns in der Küche, da habe ich mich, stand Tanja vor mir, ich bin auf die Knie gegangen, habe mich verbeugt für ihr und habe mich entschuldigt. Dafür, dass du ein Mann bist. Ja. Ey Jungs, das ist doch nicht euer Ernst, Digga, ich schwör's dir. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Fühlt euch gedrückt. Und zwar ziehen wir uns ein Video rein. Das zweite Video, was wir uns reinziehen von Ein Gollan. Ein Gollan and Tin Man. Mich würde mal interessieren, was das eigentlich bedeutet. So. Hat das eine Bedeutung, der Name? Ich finde das ein bisschen, also hört sich komisch an. Ein Gollan. Finde ich voll komisch, Bro. Aber egal. Das Video heißt Männer ohne Eier. Crazy Thema auf jeden Fall. Darüber haben wir auch heute schon ein bisschen geredet im Stream. Und deswegen freue ich mich drauf, auf das Video zu reagieren. Und ich würde sagen, es geht los. Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Peter Edin. Und los. Wir hatten einen Moment bei uns in der Küche, da habe ich mich, stand Tanja vor mir, ich bin auf die Knie gegangen, habe mich verbeugt für ihr und habe mich entschuldigt. Dafür, dass du ein Mann bist. Ja. Okay, da sind wir schon raus, Digga. Das war's gewesen mit dem Video. Ich küsse eure Zehenbedrüse, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich glaube, da brauche ich nichts mehr sagen. Ja? So. Da sind wir angekommen. Ciao. Willst du mich verarschen, Junge? Will er mich gerade verarschen? Der ist auf die Knie gefallen und hat sich dafür entschuldigt, dass er ein Mann ist, Bro. Digga. Bruder, wohin mit der Welt? Wohin? Hab schon gesehen, das war irgendwo in Berlin wahrscheinlich, Friedrichshain oder so. Die ganzen Wokies am Start sind. Fuck. Ey, keiner soll sich mehr beschweren hier, toxisch maskulin und so ein Scheiß. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen wieder richtige Männer in unserer Welt. Sonst sind wir am Arsch. Ja, wenn du das... Oh, ich komme nicht drüber hinweg, sag ich dir ehrlich. Das muss ich mir nochmal anhören, Digi. Wir hatten einen Moment bei uns in der Küche, da habe ich mich... stand Tanja vor mir, ich bin auf die Knie gegangen, habe mich verbeugt für ihr und habe mich entschuldigt. Dafür, dass du ein Mann bist. Ja. Wie stolz er darauf ist, Bruder. Ja. Ja. So. Dann habe ich den Müll rausgebracht und gekocht. Tanja, wenn du das siehst, renn. Renn um dein Leben. Ey, wenn ein Mann zu mir sagen würde, es tut mir leid, dass ich ein Mann bin, würde ich sagen, mir tut's leid, dass ich gerade meine Zeit mit dir verschwendet habe. Wir gehen jetzt lieber getrennte Wege. Was ist das denn? Ich schwör's dir, Digga. Was ist das denn, Jungs? Jungs. Mädels. Sie hat recht. Als Frau muss der normale Instinkt sein. Okay. Du bist kein Mann. Lass die Eier wachsen, dann kannst du nochmal mit mir reden, wenn du Bock hast. Hallo ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute, liebe Freunde, reden wir mal über Männer. Über die... Das ist wild. Männer da draußen. Was ist überhaupt ein echter Mann? Wie oh, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt, meine Jutze, was du jetzt hier auspackst. So. Sollte er sein und wie sollte er nicht sein, meiner Meinung nach. Und was zum Geier ist toxische Männlichkeit und was... Gibt's nicht. ...hat wiederum Feminismus... Ist fake, wurde erfunden. ...damit zu tun. Es gibt toxische Menschen. Hat nichts mit Männlichkeit zu tun. Darauf, auf die ganzen Themen gehen wir gleich ein. Aber jetzt zur Kernfrage. Warum rede ich darüber? Ich bin mal, ja, ich habe auch mal schlechte Phasen, bin durch Instagram gescrollt, bei den Reels da hochgescrollt und mir wurde ein Video vorgeschlagen. Bei den Reels, sagst du? Und ich habe dieses Video angeguckt und ich dachte mir, das kann jetzt nicht wahr sein. Also ich dachte wirklich am Anfang, das wäre irgendeine Comedy-Show oder irgendwie eine Szene, die gespielt worden ist, also mit Skript. Denn ich wollte einfach nicht glauben, dass das, was dort gezeigt wird, echt ist. Aber ich zeige euch erstmal, wovon ich überhaupt rede. Und hab mich entschuldigt. Dafür, dass du...
Ey, den Typ, der braucht eine. Da würde ich jetzt gerne vorbeilaufen, Digga. Ich würde dem einen reinhauen und dann würde ich den mit ins Gym ziehen, Digga. Da würde ich ein richtiges Bootcamp anschreien während dem Training, Bruder, und draußen im Wald irgendwo schlafen lassen für eine Woche, dass der mal zu sich kommt wieder irgendwie, weißt du? Fuck. Ja. Also ich habe immer gedacht, man kann nicht über einen Menschen urteilen, von dem man erst 3 Sätze gehört hat. Ich revidiere, man kann es. Man kann fühl ich? Gut, jetzt schon urteilen. Bevor wir uns aber den ganzen Spaß angucken, denn ja, das war noch nicht alles, geht noch weiter, erzähle ich euch kurz mal, wie ich darauf gekommen bin. Also wie gesagt, es wurde mir vorgeschlagen, ich fand es wirklich absurd. Und daraufhin habe ich euch dann auf Instagram gefragt, sag mal, wisst ihr, ob es dazu noch mehr gibt? Weil es wurde ja nur ein kleiner... Das ist das, was sowas überhaupt gibt heutzutage schon. Das ist halt krass so, ne? Teil hochgeladen und ich wollte gerne mir ein Bild machen von dem Gesamtpaket. Also habe ich euch da draußen gefragt, ob ihr mehr wisst. Ob es dazu eine Doku gibt, eine Reportage, irgendwas. Das ist auf so vielen Ebenen einfach, ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf, dass der das da so selbstbewusst da sitzt und das einfach erzählt so. Ich habe mich dann hingekniet, auf die Knie gekniet. Der hat sich hingekniet auf dem Boden und hat sich dafür entschuldigt, dass er ein Mann ist, der... Von euch haben mir auch geholfen, also erstmal vielen Dank dafür, aber die anderen von euch Spaßhasen da draußen haben Vorschläge gebracht, wie diese Reportage oder dieser kurze Clip auch heißen könnte, denn das, was wir da gesehen haben, ist wirklich einfach nur alles andere als männlich. Und diese wirklich guten Vorschläge wollte ich euch einfach mal vorlesen und wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, ne, folgt mir auf Instagram, ne, wissen wir Bescheid. Erzähl mal, Digga, da bin ich gespannt. Der Beta-Talk. Der Beugekönig aus dem Wunderland. Simplicity. Der ist gut. Mir wurde in den Kopf gekackt. Dumm ist Deutschland. Oder mein persönlicher Favorit, Männer ohne Eier. Ja. Ja, fühle ich. Wenn ich dieses Video kommentiere, möchte ich 2 Dinge sagen. Erstens, macht euch immer euer eigenes Bild. Ihr könnt das natürlich auch ganz anders sehen als ich. Würde ich nicht verstehen, aber könntet ihr. Und zweitens, muss ich mal Folgendes sagen. Generell. Das ist jetzt nicht... Welche Frau kann ein Mann noch respektieren, wenn der sich hinkniet und für seine Männlichkeit entschuldigt, so? Die wird doch nicht mehr, sorry, aber die wird doch nicht mehr, sorry, wenn ich das so Dings immer so direkt manchmal sagen muss, ist halt mein, so bin ich halt manchmal, so weißt du, aber da geht doch nichts mehr. Der Respekt ist doch komplett verloren, die ist doch nicht mehr da, das ist doch nicht mehr, nice, macht doch gar keinen Spaß mehr dann. Oder bin ich jetzt da auch ein bisschen Dings so? Stimmt doch oder nicht? Dieses Video bezogen, aber das ist einfach etwas, was ich in der letzten Zeit sehr oft wahrgenommen habe, denn ich habe das Gefühl, nicht nur Menschen, die mich nicht leiden können, stecken mich in Schubladen und sagen, sie ist rechts, sie ist ein Nazi, wir kennen das Spiel, wir kennen das alle. Aber auch Menschen, die meinen Content gut finden, ordnen mich auch gerne mal in Schubladen und sagen dann, ja, sie ist vielleicht Christin oder sie ist sehr konservativ und sie ist dies und sie ist das und ich möchte einfach mal gesagt haben, was bist du denn? Gar nichts. Bin ich konservativ und ich bin auch kein Christ, zumindest nicht so, wie man das jetzt im klassischen Sinne sehen würde. Mhm. Bin ich auf jeden Fall nicht. Ich habe ähnliche Werte und ich glaube auch an etwas Höheres, aber ich bin einfach ich und ich bin auch wandelbar und vielleicht denke ich heute das und in 10 Jahren wieder ganz anders. Deswegen finde ich, es ist einfach, das Leben ist stark, fühle ich. Weil so ein Prozess von verschiedenen Gedankengängen auch, sehr viele am Tag, in jeder Sekunde sogar. Und da will ich einfach nicht in so eine Schublade gesteckt werden. Und vielleicht ihr ja auch nicht, kann ja sein. Deswegen würde ich einfach mal dazu appellieren, es einfach zu lassen. Man könnte quasi sagen, ich werde schubladisiert. Bruh. Gibt es dieses Wort? Die ist schon cool, Digga. Ich mag die auf jeden Fall. Auch, ja, ich habe sie ja auch mal persönlich getroffen. Die hat auch beim Talk zugehört, wo ich mit Leo am Start war. Und da haben wir auch ein bisschen so über Feminin, Maskulin geredet und die ist schon echt so auf unserer Page mehr oder weniger. Glaube ich zumindest. Weiß ich nicht, aber wenn nicht, dann ist das jetzt eine... Die ist aber auch eher maskulin. Also von ihren Ansichten her auf jeden Fall nicht. Schöpfung. Aber bevor wir in das Video reinschauen, falls ihr es noch nicht wusstet, mein Merch ist endlich online. Deswegen habe ich das Video auch nicht so schnell gefunden, weil es eben in der ARD-Mediathek ist und ich habe es einfach erst so bei... YouTube und Insta und TikTok und überall gesucht, nur nicht da. Aber jetzt wissen wir es und ich packe euch das ganze Video, also das Originale, den Link packe ich euch rein in die Box. Yay. Ich habe es mir einmal flüchtig angeguckt, so ein bisschen durchgesäppt, damit die Reaktion jetzt auch real ist. Bevor wir auf Play drücken, der Herr, der dort zu sehen ist, das ist The Walking Dead. So ist sein Künstlername. Aber zu dem, was der eine Cousin hier vorhin reingeschrieben hat, dass die maskulin ist und so, also für mich wirkt die auf jeden Fall nicht wirklich maskulin. Allein die Art und Weise, wie sie redet und so. Fühle ich gar nicht bis jetzt. Und er geht meistens immer mit seinem Kind im Kinderwagen spazieren und filmt sich dabei. Und ja, erzählt dann einfach den Leuten, was so seine Gedanken sind.
auch seine Probleme und was es heißt, ein Mann in der modernen Zeit zu sein. Als Vater hatte ich quasi gar keinen Bock auf Sex. Play. Elternzeit ist kein Urlaub. Als Vater hatte ich gar keinen Bock auf Sex, what the fuck? Jetzt mal pausieren, das glaube ich dir, dass es kein Urlaub ist. Wahrscheinlich wünscht man sich in dem Moment dann lieber doch zu arbeiten, weil Arbeit ist weniger Stress als Kind, glaube ich. Machen wir weiter. Walking Dead, so nennt Sebastian Tickes auf Instagram seine Kurzvideos. Der zweifache Vater aus Berlin spricht offen und selbstkritisch. Er ist, glaube ich, mehr oder weniger richtig so ein femininer Typ geworden halt so. Mehr, tendiert mehr zum Frausein als zum Mannsein, glaube ich so. Hat wahrscheinlich mehrere Hintergründe auch. Es an, von Kindererziehung bis zu mental. Weil das hört man auch von Frauen so, weißt du, wie ich meine? Mehr. Belastung durch das Organisieren des Familienalltags. Heute geht es mal wieder um Mental Load. Spätestens nach dem Satz hätte ich gemerkt, dass er aus Berlin kommt, weil sonst redet keiner von Mental Load. Mental Load. Und zwar um eins aus meiner Sicht der größten Mental Load-Themen überhaupt, Kinderernährung. Vom Zuspruch, den ich bekomme, merke ich schon, dass es viele Leute gibt, die sich darüber freuen, dass ich diese Themen anspreche und Väter vielleicht sich noch ein bisschen schwerer damit tun, sich untereinander auszutauschen zu diesen Themen. Grundsätzlich ist es ja auch gut, sich auszutauschen. Wie läuft's bei dir? So, finde ich auch gut, so, weißt du, wie ich meine? Das Vatersein und so, dass man da ein bisschen Aufklärung macht, dies, das, bla bla bla. Dass man Männer auch sich untereinander austauschen, was Vatersein angeht und so, aber das sollte dann auch auf eine Art und Weise stattfinden, die auch wirklich einen guten Einfluss hat, Digga. Und ich habe das Gefühl, dass er halt dieses feminine Ding voll nach außen trägt, so, und dann die Männer immer mehr feminisiert werden. Und ich glaube, dass generell, ich betrachte das halt als sehr, sehr kritisch, wenn Männer immer mehr feminisiert werden, weil da entstehen auch mehr Probleme dann, weißt du, wie ich meine? Und dann ist es auch so, dass du keine starken Männer mehr hast, die führen können, und dass keine richtigen guten Beziehungen mehr gibt, dass das nicht mehr richtig gut funktioniert und so. Und ich glaube halt, für einen Mann, natürlich hat jeder Mann auch seine feminine Seite. Wir haben alle feminin und maskulin in uns, so, aber wenn du zu feminin wirst, hast du viel mehr Probleme als Mann. Und es treibt auch Männer dann in Schwierigkeiten rein, langfristig gesehen. Wie gehst du mit deinem Kind um? Hast du hier einen Tipp, hast du da einen Tipp? Gar keine Frage. Aber was das für Tipps sind, das ist dann doch eher die Frage. Mit anderen Männern reden über Männlichkeit und Feminismus. Das macht Sebastian Tickes. Die Umarmung war mir wirklich 3 Sekunden zu lang. Aber fühle ich. Sebastian Tickes regelmäßig mit Freund und Paartherapeut Christian Roos. Der vierfache Vater sieht eine tiefe gesellschaftliche Schuld. Wie die alleine sitzen, Digga. Wenn du Eier hast, kannst du nicht so sitzen. Geht nicht. Sorry. Männer, die Mann aber ausgleichen kann. Die brauchen mal ein paar G's als Freunde so. Die mal an den Ohren packen und mal sagen, lack, werd Mann, du Hund. Das ist ein Spruch, Digga, ich habe zitiert von Manuelsen. Grüße gehen raus an der Stelle. Um das nochmal zusammenzufassen, der mit der blauen Cap, wo Sorry hinten drauf steht, ist irgendwie in dem Zusammenhang sehr passend, dass er jetzt Sorry steht, weil vielleicht entschuldigt er sich indirekt oder durch seine Kleidung für die Wörter, die aus seinem Mund kommen. Aber das seht ihr gleich selber. Ja, und der andere ist Paartherapeut. I like that. Also der hat sich doch für seinen Penis entschuldigt quasi. Vielleicht steht dafür das Sorry. Sorry, dass ich ein Mann bin und einen Penis hab und Eier und Testosteron. Tut mir leid, Schatz. Ich knie nieder vor dir und sag, es tut mir so leid. Ich wäre gerne eine Frau wie du. Aber ich bin halt einfach als Mann geboren. Er ist ja natürlich eine Autorität jetzt auch für mich. Der muss natürlich jetzt was wissen. Mal gucken, was er weiß. Das Patriarchat, es ist Frauenunterdrückung. Und ach, das mit dem Sorry ist der andere, okay. Das Patriarchat ist Frauenunterdrückung, okay. Ausbeutung, aber es ist auch Männerausbeutung. Da gibt es jetzt viele da draußen, die sagen, das Patriarchat ist existent, das gibt es. Und auch wenn es das gibt, heißt es dann gleich, dass es negativ ist. Also natürlich wird immer gesagt, es ist eine Welt, in der wir leben, die natürlich sehr männerbasiert ist. Und Frauen müssen sich unterordnen und eine Frau kann nichts, weil Und ich persönlich nehme die Welt nicht so wahr, weil ich kann ja auch einfach mein Ding machen. Und ich lasse mir jetzt auch nicht von einem Mann sagen, du lässt dich nicht in die Opferrolle reindrücken, stark, Mädchen. Lass das mal mit YouTube, weil ist nichts. Da sage ich dann, nee, du bist nichts. Ganz einfach. Aber schauen wir mal, was er tut, um aus diesem Patriarchat auszubrechen. Und das ist nicht nur Metaebene. Wir hatten einen Moment bei uns in der Küche, da habe ich mich, stand Tanja vor mir, ich bin auf die Knie gegangen. Und die Story, die er jetzt erzählt, das ist einfach, das macht dich schwach. Und das ist einfach auch mit einer Agenda, glaube ich, die Männlichkeit zu bekämpfen, aber auch die Weiblichkeit zu bekämpfen. Und dass wir dann irgendwann nur noch
Mix sind aus Mann und Frau und dass wir alle gleich sind und so, das wollen wir nicht, weißt du? Das wollen wir nicht und das merkst du dann auch, wenn es in Beziehungen reingeht, so. Wir wollen einen Gegenpol haben, wir wollen jemanden haben, der anders ist als wir, so. Wir wollen jemanden haben, der anders ist als wir, wir wollen jemanden, der uns, der komplementär zu uns ist, weißt du, der uns ergänzt, der uns erweitert, sodass wir eine bessere Version werden, so, zusammen. Wir hatten einen Moment bei uns in der Küche, da habe ich mich, stand Tanja vor mir, ich bin auf die Knie gegangen, habe mich verbeugt für ihr und habe mich entschuldigt. Dafür, dass du ein Mann bist. Ja. Tanja. Hart. Das ist hart, Bro. Wenn du das siehst, renn. Renn um dein Leben. Ey, wenn ein Mann zu mir sagen würde, es tut mir leid, dass ich ein Mann bin, würde ich sagen, mir tut's leid, dass ich gerade meine Zeit mit dir verschwendet habe, wir gehen jetzt lieber getrennte Wege. Was ist so. Das denn? Also kann mir jeder erzählen, also jeder hat ja auch irgendwie andere Vorlieben, was den Partner angeht, aber wenn ein Mann vor dir auf die Knie geht und sich dafür entschuldigt, dass erstmal musst du dich für gar nichts entschuldigen, das ist jetzt halt einfach so, man kann sagen, biologisch gewollt, dass du jetzt ein Mann geworden bist, in deinem Fall hätte dann doch lieber das weibliche Geschlecht, wäre passender gewesen auf jeden Fall. Denke ich auch. Aber wenn das jemand machen würde, ich würde rennen. Tanja, renn um dein Leben, solange du noch kannst. Was ist das denn? Exakt. Das ist jetzt schon etwas progressiver, würde ich sagen. Aber, ja, also, aber das ist schon ein bisschen progressiver. Hey Jungs, das ist doch nicht euer Ernst, Digga, ich schwör's dir. Ja, ganz schön. Ich würde die Scheidungspapiere sofort unterschreiben. Aber schauen wir mal, was ein echter Coach dazu sagen würde. Und sowas ist Paartherapeut und lasch auf die Leute los. Da weiß dann schon letzten Endes, was da rauskommt. Massive Betaisierung. Und der ist Paartherapeut, Bro. Krasse Scheiße, das habe ich gar nicht so richtig mit einbezogen in den Talk gerade. Der gibt jetzt Tipps an Beziehungen, so an Männer und Frauen, warum die Beziehung nicht funktioniert. Mensch, Junge, Leon, wenn du Probleme mit deiner Freundin hast, knie dich einfach vor ihr nieder und entschuldige dich dafür, dass du ein Mann bist. Und dann wird alles wieder laufen. Stell dir vor, der Arafat, der hier auch im Chat war. Wisst ihr noch? Der mit seiner Freundin zusammen ist und die will keinen Sex mehr mit ihm haben, dies, das, bla, bla, bla. Stell dir mal vor, der würde zu ihm in die Paartherapie gehen und der würde ihm solche Tipps geben. Bro, die wäre schneller weg, als er gucken kann. Das glaubst du aber. Und da braucht sich dann keiner wundern, wenn sie dann kein intrinsisches Interesse mehr hat, müsste man bloß mal bei denen so in die Ebenen der Sexualität schon, ja, wie häufig passiert denn da noch was? Ja, das würde ich jetzt auch gerne mal wissen, so. Das hat er recht. Jetzt denn meistens? Da weißt du schon mehr als durch 1000 Worte. Vor allem der Typ hat 4 Kinder. Was bringt er denen denn durch das Lernen am Modell bei? Ja, sei unterwürfig, sein Schuldkrüppel buckt. Der hat doch gar keinen Sexdrive mehr, der Typ, bestimmt. Ob die den überhaupt noch ranlässt? Und so weiter. Schon etwas progressiver, würde ich sagen. Aber ja. Das ist auch so ein Buckdackel. Nochmal, das Schlimmste, was ihr machen könnt. Der sich jetzt im McFit angemeldet hat und damit sein Leben in den Griff bekommen wird. Genau der Kollege. Eben dieses Signalisieren von weniger Wert. Das ist dann in der weiblichen Kognition der evolutionären psychologischen Ebene hier der Vagenetrockner schlechthin und der Vagenetrockler schlechthin. Es muss ja immer 2 geben. Es ist ja nicht nur der Versorger, der dann hier emotionale Arbeit übernimmt. Und das ist übrigens eine interessante Chart, wenn ich das so sagen darf, ne? Hypergamie. Seht ihr da was, Digga? Fällt euch was auf hier? Ja, kurz mal das Bildchen hier ein bisschen runterschieben. So. Woman, man, happily, man would happily partner with. Woman, whom woman would happily partner with. Das sagt schon viel aus, ne? Einfach mal angucken, einfach mal so mitnehmen. Ich küsse euer Herz. Da ist leider was dran. Diese ganze emotionale Stabilität bietet, sondern auch der Besorger, ne? Es ist ja auch hier Mr. Sexy, das dürfen wir nie vergessen. Ich kann natürlich jetzt nur für mich sprechen. So sieht es auf Dating-Apps aus. Yes, genau. Aber ich nehme das sehr stark wahr in meinem Umfeld, Familie, Freunde. Jede Frau will einen Mann haben, der Eier hat, der sich nicht dafür entschuldigt, dass er ein Mann ist. Dankeschön, Dankeschön. Ich würde dich gerne bei deinem richtigen Namen ansprechen. Ein Gollan hört sich komisch an, gerade für eine Frau irgendwie, finde ich. Aber Dankeschön, dass du das so klar sagst. Jede Frau wünscht sich einen Mann, der Eier hat.
Das muss man doch einfach auch heute mal wieder so sagen, wie es ist, einfach so. Und jede Frau, die das verleugnet, die wurde vielleicht geprägt irgendwie von Feminismus und denkt, dass sie das nicht sagen kann oder dass das nicht stimmt und so. Aber ihr Körper und alles, ihre Biologie spricht dann auch wieder dagegen, so, weißt du, wie ich meine? So. Die Jungs müssen sich einfach mal wieder ein paar Eier wachsen lassen und dann läuft der Laden auch wieder. Sich nicht dafür entschuldigt, wie er geboren ist. Am besten kommen die Eltern noch dazu, entschuldigen sich auch dafür, wie sie den Geschlechtsakt da... Sie heißt Michelle, stimmt. Michelle, meine Jutzte. Wie der da vonstatten gegangen ist, dass da jetzt ein Typ bei rauskommt, der redet wie ein Weib. Ich versuche ruhig zu bleiben. Jede Frau möchte doch irgendwo beschützt werden. Einen Mann an ihrer Seite haben, der stark ist, auf sie aufpasst. Was ist daran negativ? Solange die Frau in der Küche ist und ihr hält. Michelle scheint Potenzial zu haben, sage ich dir ehrlich. Typ bei rauskommt, der redet wie ein Weib. Ich versuche ruhig zu bleiben. Jede Frau möchte doch irgendwo beschützt werden. Einen Mann an ihrer Seite haben, der stark ist, auf sie aufpasst. Was ist daran negativ? Solange die Frau in der Küche ist und ihr hält. Entschuldigung. Ja, ich glaube, es ist inhaltlich auch wichtig für Partnerschaft. Feier ich. Hört ihr diesen Lacher im Hintergrund? Es gibt manchmal Zufälle, die sind einfach Hammer. Das ist genau dieses Gespräch und im Hintergrund dieser Lacher, das ist für mich purer Humor. Weil eine Schuld auch immer damit verbunden ist, da muss ja was ausgeglichen werden und irgendeine Form der Anerkennung muss da stattfinden. Was muss denn da ausgeglichen werden, Junge? Du wurdest so geboren als Mann und das hat auch seine Gründe, weißt du? Steh lieber in deiner Männlichkeit, lass deine Frau in ihre Weiblichkeit zurückkommen und dann ist alles gut, weißt du? Dann funktioniert die Beziehung besser denn je. Die Beziehung wird nicht besser funktionieren oder geil sein, wenn du dich dafür entschuldigst für das, was du bist. Das heißt automatisch, dass du dich selber nicht mal richtig zu schätzen weißt. Du bist, kannst du vielleicht mal dankbar dafür sein, dass du bist, wer du bist? So, ist das zu viel verlangt? Und wenn auch eine Form des Ausgleichs ist, dann sozusagen mehr Care-Arbeit zu machen, weil es einfach der anstrengendere Job ist. Ja, da bist du dann wieder ein Mann, weil es anstrengender ist. Bro, wohin mit dir? Er ist safe auch ohne Vater groß geworden und so. Und von diesen Jungs haben wir leider heute viel in der Gesellschaft. Da muss einiges aufarbeitet werden. Angemessen, finde ich einen schönen Ausgleich. Aufarbeitet werden, das war falsch, ne? Spricht. Ja, ich glaube schon. Schuld. Eine Schuld, die er überhaupt nicht auf sich nehmen kann, weil was kann er jetzt dafür, dass er ein Mann geworden ist? Er kann nur was dafür, wenn er sich wie eine Memme verhält. Dafür hätte er sich. Am besten geht er direkt nochmal auf die Knie und. Und sagt, nicht auf die Knie gehen, stellt sich hin und sagt, scheiße, Baby, sorry, dass ich so eine Pussy bin. Sorry, dass ich so eine Pussy bin und dass ich meine Eier irgendwie verloren habe mit den Jahren. Ich arbeite daran, die wieder mir zurückzuholen. Und ich gebe da jetzt alles für. So. Entschuldigt sich nochmal bei Tanja, was er für ein Schlappsch ist. Und jetzt geh in die Küche kochen, Mädchen. Die würde kochen mit Liebe, Digga, die würde sagen, geil, endlich habe ich wieder einen Mann zu Hause. Wenn der richtig Scheiße gebaut hätte, kann er sich entschuldigen, muss nicht auf die Knie gehen, aber er kann sich gerne entschuldigen, aber das weiß ich nicht. Ich bin jetzt bestimmt nicht der Vorzeigefeminist, aber ich versuche, feministisch zu denken. Da hättest du ihn auch ruhig nochmal in den Arm nehmen können, nachdem er sich so schön geöffnet hat für dich, mein Jutzter. Und auch feministisch auszusehen. Und fuck, das ist schwierig, hier so normal zu bleiben, sage ich euch ehrlich. Eigentlich würde ich voll rumschreien und so, aber ich bleib cool, ich versuche cool zu bleiben. Und ich glaube, wenn wir Männer... Hat er seine Nägel lackiert? Wenn ein Mann. Echt? Aber wenn wir... Oh nö, Bruder. Und das ist die Propaganda im NDR, mein Lieber. Das wird im NDR ausgestrahlt. Das ziehen sich Menschen rein. Gucken sich Menschen an. Zum Glück immer weniger, aber die gibt's noch. Hat er seine Nägel lackiert? Wenn ein Mann mit lackierten Nägeln um die Ecke kommt. So schnell habt ihr mich noch nicht sprinten sehen. Wenn wir Männer uns mal frei machen von diesen ganzen... klassischen, uns zweifelhaft prägenden Rollenbildern, ist das eine Befreiung? Zweifelhaft prägenden Rollenbildern. Für uns Männer. Es ist sehr erbärmlich, in was für eine Opferhaltung, in eine Opferrolle die Männer sich da in dieser Doku begeben. Wenn ihr ein starker Mann... Das ist hart. ...seid, fühlt sich die Frau in eurer Gegenwart auch wohler und dann wird es euch beiden gut gehen. Kleiner Tipp. Vielleicht können wir das dann als Mannsein bezeichnen, wenn Mannsein ist, auch Feminist zu sein. Würde ich jetzt nicht sagen. Sebastian Tigges war früher Anwalt, heute produziert er einen Podcast.
Würde mich jetzt echt interessieren, warum er jetzt kein Anwalt mehr ist. Ah, okay. Insolvenz angemeldet. Den Drive verloren, wa? Ab ins Gym mit dir, mein Jutster. Bisschen Power wieder in die Eier rein, dann läuft der Laden noch wieder. Heute produziert er einen Podcast zusammen mit seiner Frau, der Schauspielerin Marie Nasemann. Das ist seine Frau? Oh shit, die würde ich jetzt gerne mal interviewen. Sie sprechen darin sehr offen über ihren schwierigen Alltag mit zwei Kindern. Die ist bestimmt der G, Lara, ich schwöre dir. Die ist 100% der G. Seine Depressionen, Paartherapien und immer wieder Streit. Ich glaube, für Zuschauer ist es sehr interessant zu hören, wenn so Paare über ihre Probleme in der Beziehung reden. Aber ich selber würde es niemals machen, weil es geht da draußen erstens keinem was an. Und als Paar solltest du schon auch selber schaffen, über deine Probleme zu reden. Weiß ich jetzt nicht, warum man das... Ist immer schwierig, dann noch eine dritte Partei mit reinzuholen. So. Vor allen Dingen, wenn die dritte Partei vielleicht selber keine Ahnung hat und deren Beziehung gar nicht selber gut läuft. So. Schwierig, Mann. Ich bin eh vorsichtig bei so Therapie etc. pp. Das ist immer, das muss schon jemand sein, wo du wirklich das Gefühl hast, so, dass der dir wirklich auch helfen kann, weißt du? Und nicht einfach random jemand, nur weil er einen Titel hat. So. Jetzt noch vermarkten muss und mit seinen Problemen auch noch Geld macht in Form eines Podcasts. Ich bin jetzt persönlich kein Psychologe, aber ich identifiziere mich jetzt einfach mal als einer. Hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen, Punkt. So sehe ich das auch. Deswegen wünsche ich mir auch eine Beziehung oder eine Frau auch, die nicht in der Öffentlichkeit ist, so. Und dass wir das nicht so in die Öffentlichkeit tragen, weil das hat nichts da verloren. Das ist nur Angriffsfläche so für die Familie, weißt du? Ich will meine Familie ja beschützen als Mann und ich will da darauf aufpassen, dass alles gut läuft so, weißt du? Und wenn ich das mit der Öffentlichkeit teile und ganz vielen Menschen die Möglichkeit gebe, dann Einfluss drauf zu nehmen, dann ist das für mich kein Beschützen mehr. Als Aine auch. Sein kompletter Style, sein Aussehen, die Art, wie er rüberkommt, denke ich mir, vielleicht bist du nicht... Depression trotzdem scheiße. Ja, safe, hundertprozentig, finde ich auch. Na klar sind Depressionen scheiße so. Aber es ist halt auch wichtig, glaube ich, von wem man sich da hilft. Ich sag nicht, sucht euch gar keine Hilfe, weißt du? Ich persönlich habe es geschafft, da selber rauszukommen, so öfter schon. Aber wenn jemand das Gefühl hat, dass er Hilfe braucht, so, dann soll er sich auf jeden Fall auch Hilfe suchen. So. Aber dann auch die richtige Hilfe suchen. Weil ich glaube, dass die falsche Hilfe einen noch tiefer in irgendwelche, also dass das noch schlimmer wird. So. Und ich bin auch kein Fan, sofort vielleicht irgendwelche Tabletten zu nehmen und so. Muss jeder für sich selber wissen. Aber oft ist es einfach so, dass Depressionen von einer Unzufriedenheit rauskommen. So. Dass du unzufrieden mit dir bist, mit deinem Leben, mit deinen Beziehungen, mit dem, was in deinem Leben läuft. So. Und wenn du da anfängst dran zu arbeiten, an dir selber, an deinen Beziehungen, an deinem Leben, an deinem Traum und so, dann ist es oft so, dass diese Sachen von alleine weggehen. So. Einfach nur eine Fokusverschiebung, anstatt in die Opferrolle reinzurutschen und zu sagen, ich bin, oh, mich hat es so hart getroffen und das Leben ist so schwer und so hart und ich komme nicht klar und ich heule die ganze Zeit rum, dann lieber den Fokus darauf legen, die Dinge, die nicht gut laufen, versuchen besser zu machen. So. Weißt du, wie ich meine? Regelmäßig zum Sport gehen ist eine Sache, die mir zum Beispiel immer hilft, wenn ich mental gerade nicht am Start bin. Und nach dem Sport geht es mir immer anders als vorher so. Und dann auch viel Zeit da rein zu investieren, deine Beziehungen zu stärken, deinen Traum zu leben, deine Arbeit zu machen und so. Das hilft mir persönlich auf jeden Fall extrem, um aus dieser mentalen Opferrolle rauszukommen und mich selbst zu bemitleiden die ganze Zeit, sondern ins Machen reinkomme so. Und wenn du den größten Teil vom Tag am Machen bist, dann hast du gar keine Zeit mehr, dich selbst zu bemitleiden und schlecht zu denken. Aber ja, jeder soll so machen, wie er denkt, weißt du? Ich habe halt selber schon Erfahrungen damit gemacht und das hat mir auf jeden Fall am besten geholfen. Richtig da, wo du bist. Ja, ich hatte auch schon Erfahrung. Das sind die beiden, sagst du? Mann. Ist es das Falsche? Wow. Was du da gerade lebst, weil es kann nicht sein, dass du dich ständig in eine Opferrolle begibst. Jetzt hören wir mal in den Podcast rein. Es verläuft meistens so, dass es knallt. Mhm. Dann fange ich an, dich... Eigentlich wegen irgendeinem kleinen Mini-Ding. Dann werde ich laut, schreie dich an, weil so bin ich. Wenn Leute zu mir sagen, ja, ich habe keinen Fehler gemacht, ich bin halt so. Entschuldigung, dass ich dir gerade aufs Gesicht gehauen habe, ich bin halt so. Was ist das für ein Argument? Gar keins. Keine Selbstverantwortung. Dann machst du deine Schotten dicht, haust ab und dann ist kurz Funkstille und irgendeiner von uns beiden kann es dann nicht mehr ertragen und muss dann dem anderen bei WhatsApp irgendwas schreiben. Ja, wir streiten uns und wir streiten uns verdammt oft, weil es super schwierig ist.
Fragt euch mal, warum, meine Jutzen. Miteinander abzusprechen und alles 50-50 aufzuteilen und... Alles 50-50 aufzuteilen, ja, Digga. Vielleicht rühren da auch schon die Probleme her. Digga, und ich sag dir ehrlich, die Typen, die ihre Emotionen nicht unter Kontrolle haben, so, ne, und immer freien Lauf lassen, das sind die gefährlichsten Typen, so. Siehst du ja, so ein Typ rastet einfach aus, weil der nicht gelernt hat, wie man stoisch ist, Digga, weißt du? Nicht gelernt hat, wie man mit Emotionen umgeht und nicht gecheckt hat, dass er halt keine Frau ist, so. Und dass er als Mann das lernen muss, wie man seine Emotionen kontrolliert im Endeffekt, weißt du? Und sich nicht von seinen Emotionen rulen lässt, so. Wichtig. Das ist einfach heavy und geht an die Substanz. Und ich finde, auch wir, obwohl wir sehr viele Privilegien haben, dürfen darüber sprechen. Und es ist sogar wichtig, dass wir darüber sprechen. Ich möchte jetzt auch nicht so negativ über irgendwelche Liebesbeziehungen urteilen. Aber ich finde es wirklich echt ein bisschen fragwürdig, ob man über seine Probleme, wenn man es halt nicht geschissen kriegt, sie alleine zu klären, warum muss man darüber einen Podcast machen? Ist nochmal was anderes, als jetzt so Beziehungstipps zu geben. Aber von den beiden möchte ich auch einfach keine bekommen. Scheiß auf, was ist privat und was nicht. Einfach erzählen, wie es ist. Wenn man irgendwie verzweifelt ist. So gibt's nicht mehr privat, sagst du? Weil irgendwie was nicht klappt mit den Kindern oder weil man völlig übermüdet und überfordert ist. Oder weil man vielleicht das Gefühl hat, man ist ein schlechter Vater, weil man eben nicht gerne mit den Kindern spielt. Und man dann von irgendjemandem, der in der Öffentlichkeit vielleicht ein bisschen darüber spricht, erfährt, dass dem das auch so geht. Dann ist ja schon mal eine Erleichterung da und das ist doch was Gutes. Der hat eine richtig feminine Ausstrahlung, finde ich so, ne? Der bewegt sich feminin, Digga, der ist richtig in seine feminine Rolle reingesteppt, der Bruder. Crazy. Auch seine Haare wieder, die manchmal so nach hinten wirft, so auf entspannt. Der arme Bruder, ich schwör. Erstmal muss ich kurz sagen, dass ich die Küche richtig cool finde. Das ist das Einzige, was mir bis jetzt an diesem Video gefällt, die Küche ist. Sieh auch einen bei mir im Chat, darauf habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht geachtet. Da ist der Fokus schon wieder anders. Cool, dieses Grüne, aber darum geht es ja jetzt nicht. Er hat gesagt, wenn ich als Vater sage, dass es mir keine Freude bereitet, mit meinen Kindern zu spielen, das ist so traurig. Es gibt auch noch ein anderes Video von ihm, wo er in seinem... Instinktiv, weißt du, wie ich meine? Instinktiv, die, also da merkt ihr doch, dass ihr eine Frau seid. So. Das ist jetzt hart, aber Miriam sagt, oh, die Küche ist aber schön. Ein anderes Mädel kommentiert das. Sie sagt, oh, das Einzige, was ich gut finde, ist die Küche. So, ich habe das nicht mal gesehen. Das ist, da siehst du, das ist instinktiv. Die richtige Rolle habt ihr angenommen, Mädels. Ein Kind. Na, ich liebe euch. Der Wagen hat diese klassischen Videos, die er mal macht. Und dann sagt er zu seinem Kind, dass es richtig, richtig langweilig ist, mit seinem Kind zu spielen. Dass es ihn richtig nervt, wie langweilig es ist. Okay, ich muss dir jetzt mal was beichten. Wenn wir da jeden Tag Duplo spielen, wenn wir da stundenlang sitzen und ein Haus bauen oder einen Kran bauen oder so, ich finde es richtig, richtig langweilig. Ich langweile mich zu Tode und deswegen hole ich auch die ganze Zeit das Handy raus. Ich weiß, ich sollte das nicht machen und ich mache es auch immer weniger, aber ich finde es manchmal richtig langweilig, mit dir zu spielen und es zu... Was ist mit ihm los, Digga? Leid. Ich hoffe, dass das bald besser wird und dass du dann irgendwie mit geilem Zeug spielen kannst, was mich interessiert. Und wir nicht zum 10. Mal die Burg bauen aus 10 Duplo-Steinen. Sorry, das muss ich mal loswerden. Wie langweilig ist euch manchmal beim Spiel mit euren Kindern? Ratet mal von 1 bis 10. 10 ist todes langweilig und 1 ist eigentlich total spannend. Stell dir mal vor, 10 Jahre später, ich weiß ja nicht, wie alt das Kind ist, aber das Kind ist... Die sieht das Video, das Kind sieht das Video. Oh, schwierig, Digga. Das arme Kind, ja. So 10, 11, 12, sieht das dann so. Er hat den Bezug zur Realität verloren, aber komplett. Wie schrecklich muss das für das Kind sein? Aber zurück zum Thema. Ich kann das sehr gut verstehen, wenn Eltern überfordert sind, gestresst sind und man das alles nicht unter eine Decke bekommt, unter einen Hut bekommt. Ist egal, man kriegt es auf jeden Fall nicht hin. Er hat also keinen Bock, mit seinem Kind zu spielen, aber Zeit für Fingernägel lackieren. Das macht ihm Spaß, Digga. Natürlich drin. Als Mann gerade sehr wichtig. Also die... Natürlich ist es eine Challenge, wenn man Elternteil ist, so, weißt du, was ich meine? Und dass das nicht immer mit hundertprozentigem Spaß verbunden ist, ist auch klar. Aber man macht es ja aus Liebe, so. Das ist dein Fleisch und Blut, weißt du? Und das sollte dich alleine schon erfüllen, wenn du merkst, dass es dein Kind erfüllt. So. So denke ich auf jeden Fall. Und dass es manchmal eine Challenge ist, ist klar. So.
Aber dann müssen wir halt durch. Die Reportage-Dokumentation ist an der Stelle zu Ende. Schade drum. Aber die fast 4 Minuten, die uns hier gezeigt werden, die reichen auch schon, würde ich sagen. Gehen wir aber nochmal zurück zu dem ursprünglichen Problem, was die beiden Jungs in meinen Augen angesprochen haben. Das sind nämlich keine Männer. Und zwar das Patriarchat. Aber was bedeutet das Patriarchat? Eigentlich nur ein Ungleichgewicht. Einfach ein ungleiches Ergebnis auch irgendwo. Denn wir werden es, glaube ich, niemals schaffen, auch eine Gesellschaft zu haben, wo genau 50-50, Frau, Mann. Die wollen wir nicht haben, die Gesellschaft. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Die wollen wir einfach nicht haben. Und das ist auch gut so. Das ist auch okay so. Teilung, alles gleich, verdienen genau gleich viel. Das, auch diese, immer das gleiche Argument zu nehmen, dass der Mann mehr verdient als die Frau. Ich meine, wir müssen natürlich auch mal, wir müssen auch ein bisschen zur Realität kommen und uns so grundsätzliche Fragen stellen. So. Wenn Wehrdienst ist, wer muss denn in den Wehrdienst gehen? Wenn Krieg ausbricht, wer geht denn sterben? So. Und dadurch haben wir eine ganz andere Verantwortung und eine ganz andere Rolle in der Gesellschaft. Das muss man auch mal wieder sehen. Wer sorgt dafür, dass diese ganzen Dinge, die wir benutzen, auch funktionieren? Das sind halt nun mal überwiegend Männer, die Häuser bauen, die für Elektrizitätsgeschichten, für Energie und diese ganzen Sachen sorgen. Die sterben gehen, wenn Krieg ausbricht und so. Die haben halt eine größere Verantwortung. So. Und eigentlich sollten sie dann auch mehr zu entscheiden haben, sage ich mal, wenn sie auch eine größere Verantwortung haben. So. Weißt du? Das wollen die Leute heutzutage nicht mehr hören, aber das ist halt einfach so. Ja, die Frau arbeitet aber auch vielleicht weniger Stunden. Die Frau will auch nicht so viel arbeiten. Die Frau kann vielleicht auch gar nicht so viel arbeiten, weil sie noch das Kind zu Hause hat. Und das wird dann einfach alles in so eine Statistik reingehauen. Und dann ist ja das Endprodukt ganz einfach, okay, der Mann verdient viel mehr. Diese Doku arbeitet nicht nur mit dem bekannten Schlagwort Patriarchat. Ja, Leon, es gibt aber auch Frauen in der Armee. Natürlich gibt es Frauen. Wie viel Prozent? Bruff. Dann auch mit Feminismus und was da überhaupt ist. Darüber habe ich in diesem Video genau gesprochen, könnt ihr euch gerne angucken. Und natürlich auch toxische Männlichkeit. Und ich sage euch ganz ehrlich, für die Leute, die das noch nie gehört haben, wenn so ein richtig toxisch männlicher Mann mit einer Feministin auf ein Kaffee-Date geht und... An alle toxischen Männer, macht weiter so, hört niemals auf, stärker zu werden. Hört niemals auf, besser zu werden. Hört niemals auf, mächtiger zu werden. Au! Von Master Your Mind, Digga, fühle ich komplett. Schön toxisch bleiben, meine lieben Freunde, ja? Das ist der Weg. Ihr die Tür aufhalten, weil einfach Anstand und Gentleman. Dann wird sie sagen, nee, kann ich auch selber aufhalten. Das ist eine toxische Männlichkeit, kannst du erstmal ablegen. Und außerdem zahle ich hier den Kaffee. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die ganzen normalen Männer einfach, die Werte haben und ja einfach nur der Frau zeigen wollen, dass sie sie respektieren und dann auch vielleicht mal die Tür für sie aufhalten, dass die... jetzt durch diese Social-Media-Welt so krass gehatet werden, weil das ist zu toxisch männlich, das müsst ihr alles ablegen. Irgendwann legt die Frau ihr Frausein ab, der Mann sein Mannsein und dann sind wir im Chaos. Was haben wir dann? Queers. Aber keine Kinder, keine Familien, nichts mehr. Nun zu der Frage, was ist eigentlich ein Mann? Und für mich ist ein Mann, der sich seiner Stärke bewusst ist und auch seine Männlichkeit auch präsentiert. Ich brauche da keinen, der sich abends auf der Couch mit mir zusammen die Fingernägel lackiert. Sag ich euch. Ist so. Da wirst du dry as fuck. Ganz ehrlich, brauche ich nicht. Ich würde sagen, wir geben den beiden nochmal eine Chance, um sie auch besser zu verstehen. Deswegen schauen wir mal in den Podcast genauer rein. Ich bin bi und jetzt führe ich eine Hetero-Ehe. Ach nee. Ach nee. Guck mal. Das ergibt doch alles am Ende mehr oder weniger dann auch immer Sinn so. Ne? Die ist bisexuell. Und hat sich einen Halbmann, Halbfrau jetzt an den Start geholt, so. Der sich Fingernägel lackiert, trotzdem ab und zu mal ein bisschen aggressiv wird und rumschreit. Best of both worlds, so. Dann hätten wieder 1000 Leute gesagt, ja, aber wie jetzt so eine konservative Hetero-Ehe? Ja, ich hatte auch schon Erfahrung mit einem Mann. Das kam für mich allerdings selbst sehr überraschend. Man sieht anhand dieses Beispiels. Jetzt macht das ganze Video und alles, was wir gehört haben, brutal viel Sinn, ja. Doch schon, wie krasse Scheiße. Teilweise auch die Familien sind, weil was könnte sich in deren Fall noch ergeben? Die könnten vielleicht beide irgendwann. Der hat schon mal Cock gesagt, der Maniak. Sind wir jetzt doch nicht mehr so glücklich mit 2 Kindern und den Jobs, die wir haben und in der Beziehung läuft es nicht gut, wir streiten uns sehr viel, haben sie auch offen gesagt. Ja, dann lass uns einfach mal eine offene Beziehung machen. Und jetzt stellt euch das mal
in Summe vor. Vor allem, was lernen dann die Kinder? Für die ist das dann irgendwann normal und da wird es immer extremer und dann haben wir irgendwann richtig Lust, uns den Rest bei Patreon anzuschauen und ich wünsche euch einen wunderschönen... Eigentlich, wir sind Hopfen und Malz mehr oder weniger verloren hier bei den Jungs innen, aber ey, wir wünschen denen trotzdem nur das Beste, Digga. damit habe ich jetzt nicht gerechnet am Ende, sage ich dir ehrlich. Krass. Eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein, meine lieben Freunde. Ich liebe euch. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, ich will nochmal sagen, dass nichts daran verkehrt ist, dass wenn du eine Frau bist, dass du eine feminine Frau bist und wenn du ein Mann bist, dass du ein maskuliner Mann bist. So. Lasst euch das nicht ausreden von beiden Seiten. Ja? Ich finde, den Frauen wird auch immer mehr eingeredet, dass das nichts Gutes ist, wenn man zu feminin ist und wenn man einfach Frau ist so, sondern die werden angetrieben dazu, männlicher zu sein und Männer werden angetrieben dazu, weiblicher zu sein. Ich will nur denen sagen, beiden Gendern, dass es okay ist, dass ihr so seid, wie ihr seid. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Gang.